Ja, damit herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Sorry, wenn ich keine hübsche Frau bin und ihr jetzt wahrscheinlich alle mega den Schrecken bekommen habt, wenn ihr diesen Kanal noch nicht kennt. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich schaue mir heute mal die Parfums von Gammon an. Denn ich muss ehrlich sagen, ich habe vor ein paar Wochen zum ersten Mal diesen nicen Werbespot von meinen YouTube-Videos gehabt, den ihr gerade teilweise gesehen habt. Und irgendwie hat es mich dann doch nicht losgelassen. Dieses Ganze, diese Reaktionen sind 100% authentisch und so. Ich wollte schon irgendwie wissen, was dahinter steckt. Also habe ich mir gedacht, ich bestelle mir einfach mal zwei Pakete von Gammon. Und zwar einmal die volle Größe, weil ich wissen wollte, wie der zerstäuber ist. Und einmal die Samples, damit ich auch wirklich jeden Duft habe. Denn einen Zerstäuber und alle anderen Samples zusammen bestellen, konnte ich leider nicht. Zunächst mal muss ich sagen, dass das ganze Marketing von Gammon schon ziemlich clever gemacht ist. Auf der einen Seite konnte ich, seit ich den ersten Trailer gesehen habe und mal kurz auf die Website geschaut habe, nicht mehr durchs Internet surfen, ohne von dieser Marke an jeder Ecke auf Facebook empfangen zu werden. Auf der anderen Seite ist es aber auch ziemlich clever, sich ein paar Models zu schnappen, so einen richtig geilen, hochqualitativ produzierten Trailer zu machen und die eben die eigenen Parfums testen zu lassen. Und dann auch noch irgendwie so low-key rüberzubringen, dass die dann total attracted von dem Duft sind und schon ganz feucht werden, ja. Als das Paket von Gammon dann ankam, war ich erstmal ziemlich überrascht von der gesamten Qualität der Verpackung. Denn ich muss ehrlich sagen, dass die Verpackung so der Punkt war, wo ich am meisten dran gezweifelt hatte. Die Schachteln sind aus richtig fester, dunkler Pappe mit einem ordentlichen Print, mit einem ordentlichen Flyer drin und dann nehmt ihr den Flyer weg und es empfängt euch dieser grandiose sogenannte Aerospace Suit, den sie auf der Website auch stehen haben. Und das Ding ist wirklich mal ein geiler Flakon für ein Parfum, denn ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass das Ganze vielleicht sich ein bisschen flimsy und ein bisschen nach China-Ware anfühlt, tut es aber absolut gar nicht, denn es macht von vornherein einen hochwertigen Eindruck. Dieser Flakon ist an einem mattschwarzen Aluminium gehalten, auf der Seite seht ihr in weiß das Gammon-Logo und oben seht ihr dann eine Zahl und diese Zahl sagt euch, welchen der bis dato 4 Gammon-Düfte ihr euch bestellt habt. Und wenn ihr dann an dem Sprühkopf zieht, dann könnt ihr eine Glasfiole rausziehen, um euren Duft dann zu wechseln. Bei dem Gammon Starter Set, das ist das, was ich mir bestellt habe, findet ihr außerdem in diesem Paket noch eine zweite Charge des jeweiligen Duftes, den ihr euch habt zukommen lassen. Und hier hätte ich es auf jeden Fall cool gefunden, wenn da noch eine zweite Auswahlmöglichkeit dabei gewesen wäre, einfach um auch mal einen zweiten Duft zu testen. Weil ich aber wissen wollte, wie alle 4 Düfte riechen, habe ich mir dann auch nochmal zusätzlich das Gammon Sample Set bestellt. Und das kommt auch in einem sehr hochwertigen, festen Pappkarton, auch mit einem Flyer, der dann über die 4 Düfte Auskunft gibt. Und hier findet ihr dann eben in Schaumstoff eingelassen die 4 Samples von je 2 Millilitern. Dann kommen wir jetzt aber auch endlich mal zum Eingemachten, nämlich zu den Düften selber. Ich habe mir hier jetzt schon mal Zettelchen vorbereitet, wo die Düfte drauf sind. Und anfangen tun wir mit Gammon Nummer 1 oder auch The Black Tea. Ein Duft so vielseitig und elegant wie ein schwarzes T-Shirt. Was immer dein Tag auch bringt, mit dem maskulinen Multitalent Gammon 1 performst du einfach überall. Aus knackig grünen Sommeräpfeln und frischer Bergamotte mit indonesischem Patchouliöl und warmem Moschus ein verführerischer Duft für jeden Tag. Das ist das, was ihr bekommt. Kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Gammon 1 ist ein sehr zitrischer, sehr frischer, leicht süßlicher Duft mit einer würzigen Unternote, der mit der klassischen Bergamottennote anfängt, wie so viele Designerdüfte das tun. Und sich dann bei mir persönlich aber auf der Haut beispielsweise eher in so eine Patchouli mit einer leichten Süße-Richtung entwickelt. Also auf der Haut ist er tatsächlich dann deutlich klassischer und da kommt fast schon, finde ich, so eine leichte Minzennote rüber. Also es roch für mich am Anfang, ehrlich gesagt, sehr stark nach so einer frischen, frisch gepflückten Minze. Wenn ihr zum Beispiel einen frischen Minztee euch macht und dann eben an dem Minzblatt reibt, dann hat man auch so eine sehr grüne und leicht fruchtige Note. Duft Nummer 2, aka The Black Suit. Der schwarze Anzug unter unseren Düften sprüht vor Sex-Appeal und Eleganz. Ob Date Night oder Business Lunch, Gammon 2 ist Charisma auf Knopfdruck. Aromatische Salbei- und Vanilleessenzen, Kardamom, Muskat und ätherische Öle ergänzen sich zu einem sinnlich feinen Duft mit betörender Intensität. Und an der Stelle muss ich mich fragen, wer von euch geht denn bitte im Anzug auf ein Date? Das hätte mich jetzt doch mal interessiert. Und dementsprechend finde ich diesen Duft auch gar nicht angemessen für einen Anzug, weil er mir persönlich nämlich
viel zu süß ist dafür. Also für mich persönlich geht er auf jeden Fall in Richtung Abendaktivität. Ob das jetzt ein Date ist oder sein muss, sei mal dahingestellt. Aber er ist auf jeden Fall deutlich süßer als der vorige und viel süßer als alle anderen Gammon-Düfte. Also eine sehr süßliche Clubbing-Abends-Ausgeh-Variante. Und auf meiner Haut ändert sich daran auch nicht so viel, außer dass er einen recht würzigen Auftakt hat, was ich persönlich sehr begrüße, weil das diese süßliche Komponente so ein bisschen abrundet. Als nächstes Duft Nummer 3, aka The Leather Jacket. Gemacht für deine stärksten Momente, wie eine schwarze Lederjacke, steht Gammon 3 für Männlichkeit in ihrer reinsten Form. Mit Ecken und Kanten ohne Chichi. Würzige Holz- und Pfeffernoten, kostbares Patchouliöl und Kardamom verschmelzen mit einem Hauch von Tabak zu einer mystisch rauen Duftkomposition. Hier kann ich sagen, dafür, dass da steht, dass es ohne Chichi ist und mit Ecken und Kanten, ist es auf jeden Fall noch eine sehr, sehr, sehr gemäßigte Duftkomposition, die am Anfang deutlich von Kardamom dominiert ist. Ähnlich wie das übrigens bei Cartier Déclaration Parfum der Fall ist. Ein Duft, den ich persönlich sehr feiere, vor allen Dingen jetzt für den Winter. Das geht dann aber relativ schnell in eine Tabak-Holz-Kombination über. Und ich bin auch ehrlich gesagt sehr froh, dass ich mir den in der vollen Größe geholt habe, weil er mir mit Abstand von diesen vier Düften am besten gefällt. Und das liegt, denke ich, daran, dass der von diesen vier Düften noch so der kreativste und der ausgefallenste ist. Einfach, weil er nicht so süß ist und weil er eher würzig ist. Ja, und damit abschließend dann noch Duft Nummer 4, aka The Black Hoodie. Wann immer dir nach sportlich leichtem Spirit ist, Gammon 4 ist dein Duft. So lässig und entspannt wie ein schwarzer Hoodie, so erfrischend wie ein Tag am Meer. Aquatische Frische geht mit fruchtiger Ananas, geeister Mandarine und spritziger Bergamotte eine belebende Symbiose ein, geerdet mit samtigem Sandelholz. Das klang für mich beim ersten Durchlesen ziemlich nach Aventus, aber ganz ehrlich Leute, der ist super, super ähnlich wie Acqua di Gio Profumo. Auch wenn der Gammon-Duft deutlich wärmer und deutlich weicher ist als Acqua di Gio, also wenn du so 2-3 Stunden wartest, geht dieses Aquatische zurück und es wird dann eher fruchtig. Was die Kreation an sich angeht, muss ich sagen, dass leider das eingetroffen ist, was ich mir von Anfang an gedacht hatte, nämlich dass die größtenteils sehr mainstreamig sind und deshalb zumindest 2 bis 3 von den 4 Düften, also 1 und 2 auf jeden Fall, bei Nummer 4 bin ich mir nicht ganz so sicher, die haben ein bisschen was von diesem Axe-Vibe, wenn man es so ausdrücken kann, also sehr mainstreamig, nicht sehr polarisierend. Die Haltbarkeit ist bei allen 4 Gammon-Düften überzeugend und überdurchschnittlich, das bedeutet, ihr bekommt da zwischen 8 und 9 Stunden raus, das hält den ganzen Tag über. Was für mich persönlich aber ein K.O.-Kriterium ist, ist auf jeden Fall der Preis, ja, denn wir kommen hier auf einen Milliliterpreis von 200 Euro für 100 Milliliter, was du dann in diesen 20 Milliliter Abfüllungen bestellen kannst. Aber das ist definitiv auch jetzt nicht so das preiswerteste. Und ich würde sagen, wenn du einmal durch den Douglas läufst und verschiedene Düfte Probe riechst, dann hast du auf jeden Fall mehr Wert für dein Geld, als wenn du da jetzt diese Abfüllungen halt dir zukommen lässt. Denn das, was da an Kreativität rüberkommt, ist einfach nicht auf derselben Ebene wie der Preis, den du dafür bezahlst. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich persönlich eher der Typ bin, der sich einen vollen Flakon holt und dass mir dieses Wechseln von einem Duft, den ich jeden Tag benutze, irgendwie ein bisschen zu blöd wäre. Es gibt definitiv eine Zielgruppe dafür, das möchte ich gar nicht anzweifeln. Also es gibt bestimmt Männer, die einfach diese sleeke und schnelle Variante haben wollen. Wie gesagt, einfach möglichst gut riechen. Für euch ist es bestimmt was und ich möchte dem auch gar nicht irgendwie was absprechen. Aber wie gesagt, ich probiere mich gern rum und hole mir halt volle Größen und deshalb ist es für mich einfach nichts. Ich werde euch die Website von Gammon natürlich in der Infobox verlinken. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, bestellt euch das Sample-Set oder eine volle Größe, je nachdem, was für euch interessanter klingt und dann schreibt ihr mir einfach eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr das Ganze schon mal getestet habt. Okay? Also, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, falls ihr ihn noch nicht kennt und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann, euer Kai.